Nächster Redner, Roderich Kiesewetter für die CDU-CSU-Fraktion. Dankeschön. Keine schlechte Alternative. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Vorredner hat gerade behauptet, nie würde ein Bundeswehreinsatz zu Ende gebracht, immer würden die Einsätze verlängert. Drei Gegenbeispiele. Und ich glaube, das war eher Absicht als Unwissen. 2006 wurde der Bundeswehreinsatz im Kongo beendet. 2010 der Einsatz der Bundeswehr in Bosnien bei Altea und in diesem Jahr der Einsatz Active Fence mit Patriot in der Türkei. Drei Beispiele, wo die Bundeswehr, wo der Bundestag in der Lage war, auch einen Einsatz zu beenden. Das steht Ihrer Aussage eindeutig entgegen, lieber Herr Kollege Neu. Staatsminister Roth hat eben sehr klar geschildert, wie die Zukunft des Einsatzes Active Endeavour aussehen soll. Die NATO fußt ja auf drei Säulen. Das ist die kollektive Verteidigung. Das war die Ursache für diese Operation, über die wir heute beraten. Zweitens auf Konsultationen. Das macht die NATO, wenn krisenhafte Herausforderungen kommen. Und drittens Kooperation. Und bis zur Ukraine-Krise und Besetzung der Krim hat die NATO sehr großen Wert auf das Thema Kooperation, Verständigung mit Partnern gelegt. Und die Operation Active Endeavour bietet die große Chance, dass wir in der NATO als Deutsche wieder Einfluss nehmen und das Thema Kooperation in den Vordergrund stellen. Und das ist gerade im Mittelmeerraum von größter Bedeutung. In Zeiten, wo der internationale Terror ausgreift und der IS geradezu versucht, auch Bodentruppen in einen Krieg zu ziehen, kommt es darauf an, dass wir mit allen uns zur Verfügung stehenden sicherheitspolitischen Instrumenten um die Nachbarn in der Peripherie Europas kümmern. Im Mittelmeer, das wurde vorhin angedeutet, findet der wesentliche Waren- und Güteraustausch, der wesentliche Waren- und Güterexport und Import der Europäischen Union statt. 80% der seegehandelten Güter laufen über das Mittelmeer. Deshalb hat sich die Operation Active Endeavour in den letzten 12 Jahren in eine etwas andere Mission gewandelt. Die ursprüngliche Terrorbekämpfung ist zur Seite getreten und die Operation Active Endeavour ist eine Mission geworden, die sich vorrangig um die Lagebildgewinnung, um die maritime Sicherheit im Mittelmeer gekümmert hat. Und gerade diese Weiterentwicklung der Operation hat uns in der Bundesrepublik Deutschland dazu gebracht, diese Operation auch entsprechend weiterzuentwickeln. Und wir sind sehr froh als Parlamentarier, dass auch die Bundesregierung den Vorschlag, der einst aus dem Parlament kam, aufgreift, aus dem Jahr 2012, den Artikel 5 zu entkoppeln und den Schwerpunkt legt auf kooperative Maßnahmen. Worum geht es denn da? Es geht doch schlichtweg darum, dass Mittelmeeranrainerstaaten im nördlichen Afrika, wie Tunesien, Marokko oder auch Länder wie Libanon, an dem gemeinsamen Lagebild im Mittelmeer partizipieren sollten und an den Einsatzverfahren, wie sie die NATO hat, teilhaben sollten. Auch Russland hat schon in der Durchfahrt durch das Mittelmeer zum Roten Meer mit einem Schiffsverband an der Operation Active Endeavour teilgenommen. Das war vor der Ukraine-Krise. Ich sehe also eindeutig, dass die Mission Active Endeavour zu so etwas wie eine Plattform der Zusammenarbeit, der Verständigung mit arabischen, mit afrikanischen Staaten führen kann und wir hier gemeinsam in eine Sicherheitskooperation kommen, die wir auch als Zeichen der Verständigung von Warschau vom Gipfel im Juli kommendes Jahres ausgeben könnten. Das muss doch unser Ziel sein, dass die NATO einerseits in der Lage ist, zu stabilisieren, gegen Terror zu antworten, sich weltweit in Einsätzen zu bewähren, andererseits aber auch die Hand zu reichen zur Kooperation, wenn sie feststellt, dass bestimmte Operationen überlebt sind. Sie einfach aufzugeben, hielte ich für falsch, weil nämlich Nachbarstaaten der EU und der NATO Zugang gefunden haben zu diesem Kooperationsmechanismus. Warum sollten wir nicht aus der Not eine Tugend machen und zeigen, dass Sicherheit mehr ist als Abschreckung, dass Sicherheit viel eindeutiger auf Kooperation und Zusammenarbeit ausgerichtet sein muss, auf gegenseitige Verständigung, auf Austausch von Verbindungsoffizieren, auf Austausch von Einsatzverfahren und letztlich dazu dient, das Mittelmeer sicherer zu machen
und mitzuhelfen, dass dem Schleuserhandwerk und anderen Bereichen nicht nur Grenzen aufgezeigt werden, sondern dass die maritime Sicherheit beispielsweise auch in der Flüchtlingshilfe in den Vordergrund gestellt wird. In diesem Verständnis möchten wir auch als CDU-CSU-Bundestagsfraktion die Bundesregierung ermutigen, eine Fortentwicklung von der Operation Active Endeavour zu erreichen. Und in diesem Sinne bitte ich Sie um Unterstützung für das Mandat. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.